Die Insta360 geht in die nächste Runde. Bei der X3 wird der Zusatz One gestrichen, den der Vorgänger One X2 noch trug. Bei der Ausstattung hat der Hersteller zum Glück nicht gespart, sondern allerlei Baustellen erfolgreich ausgebessert. Unser Test verrät, was Fans von der 360-Grad-Kamera erwarten können. Die neue Insta360 X3 hat im Vergleich zum Vorgänger ein bisschen zugelegt. Während Länge und Breite unverändert bleiben, ist die neue nun mit 2 cm etwas dicker und mit Objektiven sind es sogar 3,2 cm. Außerdem hat sich auch das Gewicht erhöht, denn es liegt mit Akku zusammen bei fast 180 Gramm. Das Gehäuse ist immer noch robust und überlebt so manch abenteuerlichen Ausflug in die Natur. Außerdem ist die Actioncam griffig und liegt gut in der Hand. Man muss aber immer noch darauf achten, dass die Objektive aus dem Gehäuse herausstehen und sie deshalb immer der erste Auflagepunkt sind. Erster Pluspunkt ist die Ladeklappe am Gehäuse. Während diese beim One X2 noch am seidenen Faden in Form einer Kunststoffverbindung hing und die gerne einmal aus der Kamera flog, setzt die X3 auf ein Klappscharnier, das bequem auf- und zugeht. Der Einschub für Akku und Speicherkarte hat sich bei den Maßen auch leicht verändert, was leider dazu führt, dass die alten Akkus vom Vorgänger nicht mehr in das neue Gerät passen. Immerhin hat sich beim Schutz gegen Wasser wenig getan, denn für feuchtfröhliche Ausflüge ist die Kamera bis zu 10 Meter Tiefe wasserdicht. Die X3 bietet jetzt einen schnellen Touchscreen mit einer Bilddiagonale von 2,29 Zoll. Der ist ideal für Änderungen beim Bildmodus und zur schnellen Vorschau von Motiven geeignet, besonders beim Wechsel zwischen den beiden Objektiven an Vorder- und Rückseite. Außerdem sind neue Knöpfe dazugekommen. Neben der Einschalttaste gibt es einen Knopf, um schnell durch die Videomodi schalten zu können. Direkt unter dem Bildschirm befindet sich der Auslöser und eine Taste zum Wechseln der Linsen. In der wohl wichtigsten Disziplin einer Kamera, der Bildqualität, gibt sich Insta360 eher zurückhaltend und bleibt weitestgehend beim Bekannten. Für Fotos gibt es im 360-Grad-Modus Schnappschüsse mit maximal 72 Megapixel. Ein Einzelobjektiv halbiert den Wert auf 36 Megapixel. Wichtiger sind aber ohnehin die Videoaufnahmen. Im 360-Grad-Modus nimmt die Kamera mit einer maximalen Auflösung von 5,7K und 30 Bildern pro Sekunde auf. Bei 4K-Auflösung sind maximal 60 Bilder drin. Der Akku hielt im Test bei 4K mit 60 Bildern rund 75 Minuten durch. Bei geringerer Auflösung und Bildrate sind noch ein paar Minuten mehr möglich. Doch was sind überhaupt 360-Grad-Aufnahmen? Statt eines bestimmten Bildausschnitts, wie etwa bei der GoPro, hat die Insta360 X3 alles um sich herum gleichzeitig im Blick. Da sich diese Bilder aber nicht einfach auf einem Bildschirm abspielen lassen, legt man in der Nachbearbeitung den für sich idealen Bildausschnitt fest. Auch Personen lassen sich so bequem während der Bearbeitung der Aufnahmen gezielt verfolgen. Das bringt wirklich sehr viele Freiheiten mit sich. Übrigens, der Selfie-Stick wird bei den 360-Grad-Aufnahmen wieder herausgefiltert und ist nahezu unsichtbar. Wer nur ein Objektiv nutzen möchte, der macht das mit maximal 4K bei 30 Bildern. Hierbei stehen dann 4 Sichtfelder bereit: Action, Ultra, Wide oder Linear. In unseren ersten Testaufnahmen überzeugten die Videos mit kräftigen Farben. Nur die Schärfe blieb gerade bei schnellen Bewegungen etwas auf der Strecke. Die Bilder sind zwar detailreich, aber auch teils etwas zu hell. Und bei schlechten Lichtverhältnissen hat die Kamera nach wie vor Probleme und das Bild rauscht etwas. Gar keine Probleme macht wieder einmal die Bildstabilisierung Flow State. Die elektronische Bildstabilisierung vergleicht Einzelbilder bei der Aufnahme miteinander und erkennt so Verwackler. Das Bild wird dann entsprechend an den Rändern angeschnitten und neu ausgerichtet, sodass der Horizont nicht mehr wackelt. Sogar komplett gekippte Bilder um 90 Grad werden damit angeglichen. In unseren ruckeligen Testaufnahmen funktionierte das hervorragend. Besonders deutlich sieht man die Ausrichtung bei der anschließenden Videobearbeitung mit dem kostenlosen Programm Insta360 Studio, bei dem sich die Stabilisierung nachträglich an- und abschalten lässt. Ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Die X3 nimmt natürlich nicht nur Bilder auf, sondern auch Sound. Die Mikros fangen Geräusche in der Umgebung und gesprochene Worte problemlos ein. Die Wiedergabe klingt dann für Actioncams sogar ganz ordentlich und natürlich. Aber gerade an sehr windigen Orten oder bei schnellen Bewegungen fangen die Mikros deutlich Wind ein. Die Software ermöglicht zwar die nachträgliche Lärmreduktion, danach klingt es aber sehr roboterartig und keinesfalls still. Die Smartphone-App Insta360 bietet etliche nützliche Funktionen zur Nachbearbeitung, für die andere Hersteller viel Geld verlangen. Damit lassen sich die Aufnahmen anschauen und verwalten, in das gewünschte Bildformat wie 16:9 oder 1:1 bringen und auch schneiden. Farben und Lichter lassen sich ebenfalls anpassen, gewünschte Bilder einfrieren oder Szenen verlangsamen und beschleunigen. Farbfilter stehen ebenfalls zur Verfügung. Die Übertragung der Bilder und Videos auf einen Computer läuft entweder kabellos via Smartphone oder per Datenkabel. Die X3 ist eine solide 360-Grad-Action-Cam, die den Vorgänger in vielen Belangen überflügelt. Aufnahmen sehen einfach gut aus und die Flow-State-Bildstabilisierung leistet richtig starke Arbeit. Klasse sind vor allem das neue, große und schnelle Display und die Knöpfe für eine feedbackfreudige Steuerung. Zusammen mit der App bietet Insta360 hier ein ordentliches Paket für Action-Cam-Fans, die gerne im 360-Grad-Format aufnehmen.